Ja, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, Herr Dr. Berger, ich kann es Ihnen nicht ersparen, Sie noch mal daran zu erinnern, was Sie am 16. März hier an diesem Pult gesagt haben. Sie haben gesagt, die CDU lehnt Studiengebühren ab. Wir lehnen sie vor dem Studium ab, während des Studiums und nach dem Studium. Das waren Ihre Worte. Und an dieser Stelle muss man sagen, versprochen, gebrochen, liebe CDU. Und das ist ja keine neue Entwicklung der letzten Monate. Die CDU windet und wendet sich seit Jahren. Wenn es in den Wahlkampf geht, dann behaupten sie, gegen Studiengebühren zu sein. Wenn die Wahl gelaufen ist, dann fordern sie das Bezahlstudium wieder. In Wahrheit hat die CDU diesen Plan niemals aufgegeben, Studiengebühren hier in Nordrhein-Westfalen einzuführen. Aber auch die FDP hat sich in dieser Debatte nicht mit Ruhm bekleckert. Sie haben am 16. März genau die Regelung als ausländerdiskriminierend bezeichnet, die Sie jetzt in NRW einführen wollen. Das ist nicht nur sozial ungerecht, das ist ein krasser Fehlstart. CDU und FDP haben die Öffentlichkeit vor den Wahlen getäuscht, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Meine Damen und Herren, noch ein Zitat. Junge Generationen sollen reich an Chancen sein, nicht an Hypotheken. Die Politik hat genug Geld, die Steuereinnahmen sind auf Rekordniveau. So stand es im FDP-Wahlprogramm. Da rauft man sich doch die Haare über eine solche Doppelzüngigkeit. Meine Damen und Herren, in Sachsen ist es den Hochschulen freigestellt, ob sie die Ausländer-Campus-Maut einführen wollen. Nur eine Musikhochschule hat sich dafür entschieden. Und auch hier bei uns in NRW haben Sie jetzt schon die Hochschulrektoren gegen sich. Gerd Sagerer, Rektor der Uni Bielefeld, sagte am Montag, die Universitäten haben sich in den letzten Jahren verstärkt um Internationalisierung bemüht. Diese Aktivitäten sollten nicht ausgebremst werden. Recht hat er. Studiengebühren für ausländische Studierende passen überhaupt nicht zu einer weltoffenen Hochschulkultur, und sie sind auch nicht vereinbar mit unserem Anspruch nach sozialer Gerechtigkeit. Und es geht weiter. Thomas Große, Rektor der Hochschule für Musik in Detmold und Sprecher der Landesrektorenkonferenz der Kunst- und Musikhochschulen, hat ganz klar gesagt, Herr Lindner, an den Musikhochschulen in NRW sind im Schnitt etwa 30% der Studierenden aus dem Nicht-EU-Ausland. Diese exzellenten Leute zu verlieren, wäre eine Schwächung für die Kunst- und Musikhochschulen in NRW. Recht hat er doch. Und auch Jürgen Krahl, Präsident der Hochschule OWL, sagte, es wäre ein Nachteil für die NRW-Wirtschaft, Zitat, wenn Studierende aus Flächen und aus Schwellenländern wie Russland und Indien nicht mehr zu uns kommen. Recht hat er. Die diskriminierende Ausländer-Campus-Maut wird dazu führen, das hat der Kollege Bell ja gerade schon erläutert, dass weniger junge Menschen aus anderen Ländern bei uns studieren werden. Bereits vor dem Inkrafttreten der Gebühren in Baden-Württemberg sind dort die Einschreibungen ausländischer Studierender um 43% zurückgegangen. Das wird auch bei uns in NRW passieren. Und wir wissen alle, wenn man sich die letzten Monate anguckt, können Sie alle sehen, was dann kommen wird. Die FDP, die fordert sowieso allgemeine Studiengebühren. Und die CDU wird dann wieder so tun, als gäbe es irgendwelche Sachzwänge. Und dann werden Sie das mitmachen. Daran werden Sie sich noch erinnern, dass ich Ihnen das heute angekündigt habe. Meine Damen und Herren, wir sind überzeugt, dass das Land ausreichend Mittel bereitstellen muss und bereitstellen kann, um die Hochschulen angemessen zu finanzieren, damit sie für Qualität in Lehre und Studium sorgen können. Und dafür müssen zunächst die Qualitätsverbesserungsmittel entsprechend den erhöhten Studierendenzahlen dynamisiert werden. Und genau das, Herr Dr. Berger, war unsere ganz klare Ankündigung vor dieser Landtagswahl. Wir waren bereit, in diesen wichtigen Bereich zu investieren. Und liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, abschließend, ob es nun auf der Autobahn ist oder auf dem Campus, die Ausländermaut ist Murks, sie ist bürokratisch und sie ist genau das Gegenmodell zu einem weltoffenen Land. Nehmen Sie Abstand von diesem Irrsinn. Vielen Dank.